Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Boxsportfreunde, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Es geht weiter und gleich kommen wir zum Titelkampf. Gleich geht es um die Weltmeisterschaft. Gleich geht es um die Krone, um den Gürtel des WBC und des WBO-Verbandes. Zuvor allerdings möchte ich noch ganz schnell einige bayerische Boxer begrüßen, die es schon den Schritt geschafft haben bei den Profis, die schon Titel eingeheimst haben. Bitte begrüßen Sie aus München den Europameister Michael Wallisch. Und ebenfalls zwei junge Boxer, die sehr erfolgreich bei den Amateuren waren, mehrfach bayerische Meister, mehrfach süddeutsche Meister geworden sind. Den Sprung zu den Profis, den haben sie geschafft. Beide sind WBC-Junioren-Weltmeister. Sie haben ihre Heimat nie vergessen. Aus München und Alswald-Kreiburg bitte einen großen Applaus für Toni und James Kraft. Und jetzt kommen wir zum WM-Kampf. Es geht um die Titel des WBC und des WBO-Verbandes. Es geht um den Titel, um den Schritt für Lady Hammer nach Amerika. Zuvor stellt sich Christina Hammer, Deutschlands Boxerin des Jahres, noch einmal hier dem Publikum in Deutschland, hier in München. Und so möchten wir ihre Gegnerin, ihre heutige Kontrahentin begrüßen. In die blaue Ecke rufe ich Gifty Amanua Ankra! Die Weltmeisterin. Sie trägt die Titel des WBC und des WBU-Verbandes. Sie ist seit 7 Jahren unbesiegt. 21 Kämpfe, 21 Mal hat sie gewonnen. Sie ist Deutschlands Boxerin des Jahres 2017. Bitte begrüßen Sie in der roten Ecke Lady Hammer, Christina Hammer! Christina Hammer!
what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way up. Und hier ist die Weltmeisterin, hier ist die Titelträgerin des WBC und WBU-Verbandes. Hier ist Deutschlands Boxerin des Jahres, Lady Hammer, Christina Hammer! Ich stelle Ihnen nun die beiden Kämpferinnen vor und beginne in der blauen Ecke mit Gifty Amanua Anka. Sie ist 36 Jahre alt, 70 Kilo schwer, kommt aus Accra in Ghana. 11-mal kämpfte sie bei den Profis, 7-mal war sie siegreich, 5-mal davon durch Knockout. Ein weiterer Kampf endete unentschieden. Ihr Trainer ist Edwin Addo, ihr Betreuer Mike TT. Meine Damen und Herren, Gifty Amanua Accra! Und in der roten Ecke, Lady Hammer, Christina Hammer. 27 Jahre alt, 71,8 Kilo schwer. Sie kommt aus Dortmund in Deutschland. 21 Mal kämpfte sie, 21 Mal gewann sie, 9-mal davon durch Knockout. Ihr Trainer ist Dimitri Kirnos, ihr Betreuer Thilo Kugler. Christina Hammer ist WBC und WBU-Weltmeisterin. Sie ist seit 7 Jahren unbesiegt. Sie ist Deutschlands Boxerin des Jahres 2017. Meine Damen und Herren, Lady Hammer, Christina Hammer! Es geht um die Weltmeisterschaft des WBC und des WBO-Verbandes im Mittelgewicht bis 72 Kilo. Der Kampf ist angesetzt auf 10 Runden à 2 Minuten und ich stelle Ihnen noch die offiziellen und das Kampfgericht vor. Als Supervisor des WBC-Verbandes, Herr Malte Müller-Michaelis aus Deutschland. Für den WBO-Verband und den BDB, Frau Beate Pöske aus Deutschland. Die Punktrichter, Herr Goran Filipovic aus Deutschland, Herr Ingo Barabas aus Deutschland und Herr Iko Bebic aus Deutschland. Für die Zeitnahme zuständig Michael Deck, Arzt am Ring Dr. Peter Meyer. Die Leitung des Kampfes hat Herr Jürgen Langosch aus Deutschland. Okay, I give you instruction in the dressing room, I expect a clean and fair fight. Listen at all times to my commands and touch glove and good luck, okay? Um zwei Weltmeistergürtel geht es um. Meine Damen und Herren, es geht um die Weltmeisterschaft des WBC und WBO-Verbandes. Es geht um den Titel! Christina Hammer. Hammer ist die haushohe Favoritin gegen ihre boxerisch doch begrenzte Gegnerin Ghana. Eine ist. Na, dann. Oder beginnt. Führungs. Druck. Bild um. Die Weltmeisterschaft des Jahres 2000. Giftig. Legt einen links rechts am Kopf. Die mit ihrem rechten Schwinger in der Hoffnung, irgendwann treffe ich vielleicht mal. Hat ja eine K.O. von 42%, allerdings die Gegnerin auch nicht gerade die stärksten gewesen. Meisten ohne Sieg. Rechte zum Kopf.
Ja, aber bleibt sie stämmig stehen und schlägt zurück. Also die erste Runde hat sie gut überstanden, die Gifty Amanua Ankra. 36 Jahre ist sie schon alt. Nochmal für sie die große Chance. Sie wäre die erste Frau aus Ghana, die Weltmeisterin werden würde, wenn sie hier die Sensation schaffen könnte. Immer im Konjunktiv gesprochen. Noch mal ein paar Szenen. Naja, viele Schläge waren sich gerade dabei. Hier die linke und die rechte auf der Innenbahn. Schön durchgedrückt. In der Ecke von Hammer. Ihr Trainer Dimitri Kirnos. Er geht immer mit. Ringfrei zur zweiten Runde. Trainer, Betreuer, bitte den Ring verlassen. Seconds out, please. Nur Ankra ist Advin Addo. Zweite Runde. Jetzt packt sie eine Schippe drauf. Aber hier bei diesem offenen Schlagabtausch, da muss die Hammer auch aufpassen, dass sie da nicht getroffen wird von so einem Schwinger. Rechte Cross geschlagen, gutes Mittel von Hammer. Sie will ja 2018 in den USA gegen den neuen Superstar Clarissa Shields antreten. Beste Empfehlung wäre natürlich ein vorzeitiger Sieg. Vier, fünf Mal schon die Rechte da an den Kopf von Ankra geschlagen, aber nicht voll durchgezogen. Ja, jetzt war sie zweimal schön durch, aber die schluckt erstmal alles, was da kommt. Und immer wieder diese unkontrollierten Schläge. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, boxerisch ist sie nicht gerade eine Augenweide, die Gifty Ankra. Aber sie stellt sich da tapfer hin und nimmt erstmal alles, was da kommt. Schön abgefangen jetzt. Nochmal die Rechte reingedrückt, nochmal die Rechte, nochmal die Rechte. Kann einiges vertragen. Zack. Immer wieder dieser Haken, der da jetzt am Kopf landet. Und jetzt wird es heftig. Körpertreffer gut variiert. Muss ich die Deckung runterziehen. Dann wieder oben, die Rechte reingedrückt. Runde 2. Jetzt hat sie mal aufgedreht und hat sofort ihr mal gezeigt, wer Herrin im Ring ist. Die Christina Hammer. Nach dem umstrittenen No-Contest gegen die starke Französin Anne-Marie Mattis gab es 4 überzeugende Siege, 2-mal über US-Girl Kali Reis, vorzeitig über die Ungarin Melinda Lazar und zuletzt über die Schwedin Maria Lindberg. Und die ist ja nicht so einfach in die Schranken zu weisen. Erhielt auch dieses Jahr eine Einladung von Floyd Mayweather Jr. zum Breakfast of Champions anlässlich seines Kampfes gegen McGregor. Bin mal gespannt, wie lange die Gift hier am dritten Runde diesen Schlaghagel da widerstehen kann. Wie lange hat sie es genommen alles? Schön Aufwärtshaken, nachgesetzt jetzt nochmal. Immer wieder diese Rechte abgefangen. Da schlägt sie ihren Aufwärtshaken in die Luft. Langos überlegt, ob er sie anziehen soll, aber weiter geht's hier im Takt. Die nimmt einfach ihre linke nicht nach oben. Das ist natürlich eine Einladung für die Weltmeisterin, da immer wieder auf die gleiche Gesichtshälfte zu schlagen. Jetzt hat sie Nasenbluten.
Ja, bittere Lektion für Gifty Amanua Ankra. Aber die bleibt stehen. Kämpferherz hat sie, muss man ihr lassen. Etwas das Tempo rausgenommen, Christine Hammer. Versucht jetzt hier über den Körper. Ach, so einfach für sie da durchzukommen auf der Innenbahn. Mal Kombination Körper, Körper, Kopf. Aber braucht sie gar nicht. Die Abwehr von Gifty Amanua Ankra, die ist löchrig, wie ein Schweizer Käse, aber sie hat erstaunliche Qualitäten, was das Einstecken von Schlägen angeht, aufwärts sagen. Sie variiert gut, macht sie klasse, die Hammer, aber sie bekommt diese Amanua Ankra nicht zum Wackeln. Ja, Profidebüt feierte Christina Hammer. Hier nochmal gut zu sehen, diese Rechte. Aber dann nimmt sie nur den Kopf, den Oberkörper nach hinten, bleibt stehen. 2009 feierte sie ihr Profidebüt in Magdeburg gegen Melisa Kokta. Gab es einen TKO in der zweiten Runde. Stammt aus Kasachstan, aus Novodolinka. Lebt aber schon ewig lange hier in Deutschland. 2010 wurde sie mit 20 Jahren nach nur 7 Kämpfen jüngste Weltmeisterin in Deutschland gegen die starke Teresa Perozzi von den Runde. Bermudas. Trainer und Betreuer bitte den Ring verlassen. Seconds out, please. Na, und der Ado, der fragt schon mal, kannst du noch? Aber sie nickt. Stellt sie jetzt hier nochmal, der Weltmeisterin. Ist natürlich bitter, wenn man merkt, ich habe nicht die boxerischen Mittel, irgendwas zu bewirken. Und dann kommen immer diese Fäuste da angeflogen, knallen immer wieder an den Kopf. Da braucht man schon einen eisernen Willen und den scheint sie zu haben, die Gifty. Zack, offen wie ein Scheunentor, jetzt klallt wieder links, rechts, liegen da die Fäuste an den Kopf der 36-Jährigen aus Accra in Ghana. Soll die mit der Innenhand schlagen? Naja, die versucht jetzt auch wieder. Also, Windmühlenschlag, sagen wir mal. Sie bleibt da stehen, platt auf den Füßen, bewegt sich nicht, wartet auf Christina Hammer. Die lächelt, dann sieht sie die Lücke, steckt die linke durch. Fängt sie auch mal eine linke? Ja. Erwarten natürlich alle hier einen vorzeitigen Sieg von Hammer. Wieder Nasenbluten, jetzt wieder voll auf dem Näschen getroffen, die letzten 10 Sekunden. Nochmal zwei, jetzt geht sie runter, wird angezählt von Jürgen Langos. Kommt sie nochmal hoch, schwerfällig. Was macht er? Der Gong und das aus. Er bricht den Kampf ab und sagt, das war zu viel. Du hast zu viel an den Kopf bekommen und dann war diese Kombination das Ende des Kampfes. Saubere Leistung von Christina Hammer, aber eine richtige, wie soll man sagen, Wertigkeit hat dieser Kampf für sie nicht gehabt. Es war ein Warmboxen, vielleicht für den Kampf in den USA, um da nicht Ringrost anzusetzen. Aber das hat sich ja sauber gelöst, war nicht ein einziges Mal in Gefahr
richtig getroffen zu werden. Hat ihre Gegnerin hier klar beherrscht. Die hat ja schon mal um die Weltmeisterschaft geboxt. Gifty Amanur Ankara 2009 um den WBF-Titel. TKO-Niederlage gab es dagegen. Noni Tenge aus Südafrika. Die sollte WBF-Championess im Superweltergewicht. Und gegen Niki Adler hat sie auch schon angetreten. Hat sie immerhin die achte Runde erreicht. Ehe es Schluss war, Adler musste ja dieses Jahr im August ihre erste Niederlage einstecken. Vorzeitige Runde 5 gegen Amerikas Shootingstar. Ich habe es vorhin schon gesagt, Clarissa Shields. So, einige Ringprominenz. Anwesend, Luan Krasnitschi, habe ich schon gesagt. Michael Wallisch, Manuel Cha. So, und der Kirnos. Vielleicht an dieser Stelle die kurze Information. Dieser Jungspund ist 82 Jahre alt. 82 Jahre und immer noch fit wie ein Turnschuh. So, jetzt werden dann noch die Handschuhe ausgezogen und dann steht schon Malten Müller-Michaelis, der BBC-Delegierte hier, um den BBC-Gürtel zu überreichen. Glückwünsche von Addo. Na, war mal ein bisschen zu viel, überfordert, zu klein, zu langsam, auch zu schwer für ihre Körpergröße. Hatte einige Pfunde zu viel mitgebracht. So, Jürgen Langos schnappt sich jetzt die beiden Damen. Und hier das Urteil. Siegerin durch Knockout nach 1 Minute 59 Sekunden in der vierten Runde. Und damit nach wie vor WBC und WBU Weltmeisterin Lady Hammer, Christina Hammer. Also alte und neue Weltmeisterin Christina Hammer. Gratulation. Und der Gürtel wird übergeben von der deutschen Schwergewichtshoffnung Manuel Schaar. Meine Damen und Herren, natürlich darf die Weltmeisterin auch noch das Wort ergreifen. Hier für Sie, Lady Hammer, Christina Hammer. Ja, erstmal vielen Dank München. Ihr wart natürlich wieder ein super Publikum. Dankeschön. Ich habe sehr gute Erinnerungen zu München, weil ich habe letztes Jahr genau an diesem Tag meinen WBC-Gürtel gegen eine Amerikanerin gewonnen. Und deswegen freut es mich umso mehr, hier im Ring zu stehen. Und ich danke auch meinem Hammer-Team, meinen Sponsoren. Auch bei Keters Fight Night. Und für mich ist das der letzte Kampf in Deutschland. Und das heißt für mich in Amerika noch eine Stufe drauflegen. Und da natürlich. Und ich habe sehr, sehr viel diesem Mann zu verdanken. Er hat immer an mich geglaubt und er ist 82 Jahre alt. Und er ist so fit. Ich kann das selber nicht glauben. Dankeschön, München! Vielen Dank an die Weltmeisterin. Am 12. Januar soll sie dann in New York kämpfen, in Amerika. Sie hat bereits Vorgespräche geführt und es sind wohl 4 Kämpfe geplant für das Jahr 2018 in den Vereinigten Staaten für Christina Hammer. Das hat zuvor noch kein deutscher Boxer und noch keine deutsche Boxerin geschafft. Ein deutscher Boxer, der demnächst wieder im Ring stehen wird nach langer, langer Pause, der darf jetzt in die Mitte schreiten.